Moin. Tag 5. Aber nicht nur Tag 5, es ist heute Frühlingsanfang, astronomisch, Tag und Nachtgleiche, schönes Wetter und wir haben ein Wochenende mit richtig gutem Wetter. Ich glaube in Bayern nicht ganz so, aber es wird ein richtig gutes Wochenende. Allerdings auch, das muss man sagen, ein Wochenende, wo wir ein klein wenig als Deutsche unter Bewährung stehen, nämlich ob wir uns vernünftig verhalten. Nämlich, ich glaube mittlerweile Ansammlung von 5 Leuten, auch im privaten Bereich, sind nicht mehr erlaubt. Und trotzdem die Unvernunft, heute Morgen irgendwo sah ich auch wieder Leute vorm Supermarkt stehen, dicht auf dicht. Ey, Abstand, 2 Meter. 1,50 Meter, sagt die Bundeskanzlerin, 2 Meter besser. Alles gut, ihr gefällt mir mit Abstand echt am besten. So, aber gestern kamen neue Bretter, das ist also richtig geil. Und worauf ich mich auch gefreut habe, ist dieser Kollege hier. An sich ein alter Bekannter, aber optisch deutlich aufgewertet. Geiles Brett für 1049 Euro. Als festes Brett. Als festes Brett. Den werden wir relativ zeitnah testen, solange jetzt am Wochenende nicht die Bedingungen wieder härter gemacht werden, weil wieder nicht sich dran gehalten wird, stay at home und bleibt alleine. Es gibt diese Diskussion, darf man paddeln gehen? In meinen Augen ja, solange man sich an die Regeln dabei hält, nämlich nicht Rudelpaddeln und nicht an die Hotspots gehen, wo es crowded ist, sondern alleine irgendwo ins Wasser gehen, vielleicht mit der Frau oder mit dem Partner und alles ist gut. Dieses Brett werden wir zeitnah testen. Normalerweise würden wir sagen, wir machen einen offenen Test raus, das heißt, User können kommen, unsere Kunden können kommen. Wir nehmen deren Eindrücke auch auf in den Test. Können wir diesmal aus den gesagten Gründen nicht machen. Es wird trotzdem zeitnah passieren. Genießt das schöne Wochenende. Es wird richtig gutes Wetter und es wird wohl auch ein paar Tage länger richtig gutes Wetter sein. Aber bitte nochmal, stay at home oder zumindest haltet Abstand. 1,50 Meter Minimum, 2 Meter sind gut. Ja? Tut uns, euch und vor allem den Risikogruppen genau diesen Gefallen. Tag 5, Tag 6 haben wir frei, der wäre wirklich sonst auch immer frei, es ist der Sonntag. Aber die Woche, muss ich sagen, war strange, weil wir fast nur über Telefon und über Videokonferenz gearbeitet haben. Das war sehr, sehr eigenartig. Wir freuen uns drauf, wenn ihr wieder in den Laden kommt. Die erste Woche ist geschafft. Ich glaube, es kommen noch 2. Jo. So lange. Viel Spaß auf dem Wasser. Get up, stand up for your right.